Hallo liebe Games der H-Leser, euch und allen anderen Gamer da draußen ein herzliches Willkommen zu unserem Testvideo zu Triangle Strategy, dem Switch-exklusiven Taktik-Rollenspiel von Square Enix und Atrain-Macher Artdink. In den folgenden Minuten möchten wir euch näher bringen, ob Rundentaktik-Fans auf ihre Kosten kommen und ob der hohe Fokus auf die Story eher ein Plus- oder Minuspunkt ist. In Triangle Strategy landet ihr auf dem Kontinent Nordselia, in dem drei große Fraktionen die Macht unter sich aufteilen. Jede davon kontrolliert eine wichtige Säule für Fortschritt und Wohlstand, konkret die Ressourcen Eisen und Salz sowie den Handel. Doch die herrschenden Häuser sind untereinander uneins, was wenige Jahre zuvor zum Krieg führte. Der zu Spielbeginn herrschende Friede steht entsprechend auf wackeligen Beinen und ihr werdet in der Rolle des jungen Thronerben Serenoa Wolford aus dem Königreich Glenbrock über das Schicksal Nordselias entscheiden. Die Story beginnt mit dem Zusammentreffen Serenoas und Frederikas, mit deren Hochzeit zwei der Herrscherhäuser verbunden werden sollen. Das ist aber längst noch nicht die Lösung der Probleme, denn auch innerhalb der Herrscherhäuser ist nicht jeder mit dieser Verbindung einverstanden und ist mehr am eigenen Vorteil als an einem dauerhaften Frieden interessiert. Wir wollen nicht zu sehr ins Detail gehen, aber euch erwarten eine Reihe von Wendungen, Intrigen und natürlich kriegerische Auseinandersetzungen und ihr trefft Entscheidungen, die Verlauf und Ausgang der Geschichte maßgeblich beeinflussen. Die überwiegend auf Englisch und Japanisch vertonten Dialoge machen definitiv genauso viel Spaß wie viele der zentralen Handlungsfiguren, die allesamt ziemlich gut charakterisiert sind. Wie oft in Spielen japanischer Entwickler ist das Erzähltempo dabei jedoch überschaubar, der Umfang der Sprechzahlen sowie der Cutscenes gerade am Anfang eher überdimensioniert. In den ersten drei Kapiteln, die Teil der kostenlosen Demo-Version im eShop sind, spielen die Kämpfe sogar eine ziemlich untergeordnete Rolle, was sich aber auch im späteren Verlauf nicht radikal verschiebt. Ständig primär zum Zuschauen außerhalb der Kämpfe, die grob 50% der Spielzeit einnehmen, verdammt, seid ihr deswegen aber nicht. So müsst ihr mit Serenoa immer wieder Entscheidungen treffen, die eure Gesinnung bestimmen, bei der ihr die Moral, die Freiheit oder den Nutzen ins Zentrum eures Handelns stellt. Aber nicht alle Entscheidungen trefft ihr gänzlich allein. So kommt an Schlüsselstellen auch immer wieder die Waage des Urteils zum Zuge, wobei eure Gefährten ebenfalls ihre Stimme abgeben. Das Ergebnis bestimmt dann entsprechend den weiteren Pfad, den ihr einschlagt, und ihr könnt nur indirekt die Richtung beeinflussen, beziehungsweise eben die Wahl eurer Gefährten. Vor jeder Abstimmung könnt ihr also einzeln mit den Begleitern sprechen und auf Wunsch versuchen, ihre bevorzugte Entscheidung zu euren Gunsten zu verändern. Manche lassen sich leicht einlullen, für andere braucht ihr schon stärkere Argumente, im Regelfall Informationen, die ihr während der sogenannten Erkundungsphasen gesammelt habt. In diesen Erkundungsphasen lauft ihr mit Serenoa also frei durch ein kleines Gebiet, sprecht mit Bewohnern und Verbündeten oder findet irgendwo ein Buch mit Informationen, die bei besagten Abstimmungen benutzt werden kann und doch zusätzliche Dialogoptionen freischaltet. Ob das am Ende aber alles nach euren Vorstellungen verläuft, erfahrt ihr erst bei der Abstimmung selbst. Und auch, was der eingeschlagene Pfad für Konsequenzen nach sich zieht, findet ihr oft erst Stunden später heraus. Anreize, es beim nächsten Durchgang anders zu machen und der Story ganz andere Wendungen zu geben, sind also definitiv da. Allerdings ist der Zeitaufwand dafür entsprechend groß, zumal ihr eben auch viel Zeit investieren müsst, damit Serenoa und seine Gefährten für die mitunter langen Schlachten gerüstet sind, was bereits auf dem normalen Schwierigkeitsgrad nicht ohne Grinding auskommt. Doch zunächst zu den Kämpfen selbst. Die Scharmützel in Triangle Strategy bieten mehr oder weniger klassische Rundentaktikgefechte. Ihr platziert eure Einheiten also auf einem in schachbrettartige Felder eingeteilten Schlachtfeld und führt in einer an sich festen, aber mit bestimmten Skills veränderbaren Zugreihenfolge Kampf- oder Unterstützungsaktionen aus. Jede eurer Einheiten verfügt über individuelle Waffen und Skills. Serenoa ist etwa ein klassischer Nahkämpfer, während der blonde Ritter Roland beritten in die Schlacht eingreift. Der kann entsprechend mehr Felder ziehen und mit seiner Lanze etwa auch zwei hintereinander stehende Gegner auf einmal treffen. Frederika ist wiederum magisch begabt und nutzt unter anderem einen Feuerzauber, der sich kreuzförmig auf dem Boden verteilt. Erador ist wiederum eine Art Tank, mit dem ihr Gegner auch provozieren könnt, um die Gefahr feindlicher Attacken auf andere Begleiter zu reduzieren. Die Benanna kann wiederum als einzige zwei Aktionen hintereinander ausführen, beispielsweise erst einem Widersacher mit ihrem Dolch durchs Gesicht ziehen und sich anschließend tarnen. Das System bietet natürlich noch erheblich mehr als das. So gibt es auf beinahe allen Schlachtfeldern Höhenunterschiede, wobei ein Angriff aus erhöhter Position mehr Schaden anrichtet. Zudem bestimmen ihr und die Gegner nach jedem Zug die Blickrichtung, was es Angreifern gegebenenfalls unmöglich macht, dem Ziel in den Rücken zu fallen. Zauberer Narf aber ist mit seiner Magie unter anderem in der Lage, per Windstoß die Blickrichtung der Gegner zu ändern, was ihr dann ebenfalls taktisch zu eurem Vorteil nutzen könnt.
Steht ein Gegner genau zwischen zwei eurer Gefährten, teilt beim Schlag des einen der andere automatisch ebenfalls einen Hieb aus. Um schnelle erhöhte Positionen zu erreichen, kann Gefährte Jens wiederum Leitern errichten, was ebenfalls ein großer Beitrag zur hohen taktischen Tiefe des Spiels beiträgt. In den Schlachten gilt es aber nicht bloß, alle auf der Karte verfügbaren Feinde umzunieten oder die, die im Laufe des Kampfes nachrücken, wenngleich euch das immer den Sieg bringt. Manchmal dürft ihr zusätzlich einen bestimmten Gefährten im Kampf nicht verlieren und in einer anderen Schlacht reicht es vermutlich sogar tatsächlich, mit einem davon einen bestimmten Punkt in der Arena zu erreichen, um den Sieg einzustreichen. Es steckt also jede Menge drin im Kampfsystem und wir könnten euch natürlich noch viele weitere Beispiele geben. Etwas doof ist lediglich die hier und dort etwas fummelige Kamerasteuerung, mit der ihr die Kamera frei drehen und schwenken könnt. Da die Schlachten aber genretypisch nicht in Echtzeit ablaufen, entsteht dadurch letztlich kein Nachteil. Die Schlachten selbst sind mitunter relativ lang, zumindest die verpflichtenden Storykämpfe dauern im Regelfall zwischen 20 und 40 Minuten. Da ist es schon blöd, dass man nach einem klassischen Fehlstart innerhalb des Spiels offenbar keine Möglichkeit hat, diese vorzeitig abzubrechen bzw. neu zu starten. Ihr müsst dann offenbar wirklich das Spiel beenden und nach einem Neustart fortsetzen bzw. einen älteren Spielstand laden. Das ist wirklich unnötig, aber am Ende ebenfalls halb so wild. Was den Schwierigkeitsgrad betrifft, bietet Triangle Strategy indes mehrere wählbare und auch innerhalb des Spiels nachträglich anpassbare Stufen an, sodass Genre-Einsteiger und Spezialisten gleichermaßen auf ihre Kosten kommen sollten. Allerdings ist es bereits auf Normal mit einem großen Nachteil verbunden, nicht bereits die empfohlene Mindeststufe für Serenoa bzw. dessen Gefährten erreicht zu haben. Mitunter mehrfach die später im Feldlager verfügbaren Trainingsmissionen zu absolvieren, um weitere Erfahrung und damit Stufenaufstiege und neue Skills zu erhalten, scheint uns doch mehr oder weniger unumgänglich. Charakterverbesserungen erzielt ihr darüber hinaus ebenfalls im Feldlager, indem ihr Geld und Ressourcen oder auch im Kampf verdiente Ruhmespunkte für spezielle Aktionen investiert. So könnt ihr Accessoires anlegen, die bestimmte Buffs verleihen, aber auch den Waffenschaden, die physische Abwehr, maximale Lebenspunkte und so weiter ausbauen. Spürbarer Fortschritt ist auch deshalb jedenfalls immer da. Unterm Strich macht Triangle Strategy seine Sache insbesondere als Rundentaktikspiel mit cleveren und anspruchsvollen Mechaniken sowie einem breit gefächerten Angebot an Gefährten sehr gut. Für Genre-Fans ist es damit bereits ein Pflichtkauf. Der Story-Bereich ist jedoch ein zweischneidiges Schwert. Das Setting ist spannend, genauso wie die zahlreichen Wendungen. Dank der tollen Sprachausgabe passt auch die Inszenierung, allerdings ist sie eben auch breit gewalzt und träge, was für Spieler mit weniger ausgeprägtem Hang zu japanischem Storytelling kein Pluspunkt ist. Da man aber notfalls fast alles beschleunigen oder sogar überspringen kann, sollte das auch für diese Spieler kein Ausschlusskriterium sein, weswegen sie sich ein tolles Rundentaktik-RPG entgehen lassen sollten. The attack is all the more shocking, coming on the eve of the two nations' grand new mining venture. The duchy easily rushes into the crown city, taking advantage of Glenbrook's unprepared defenses. Weitere aktuelle Infos zu Triangle Strategy sowie unseren geschriebenen Test nebst Wertung findet ihr wie immer auf games.ch. Serenoa and his retinue rush from the mines to King Regna's aid, slipping past the siege into Whiteholm Castle via the secret passage known only to Prince Roland.